Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Force of Nature mit eurem Bobas. Ich habe heute vor, dass ich auf jeden Fall das Geflügel mal hier in die Ecke bringe, so wie ich es gesagt habe. Einfach, dass die Tiere ein bisschen zusammen sind und ich werde die Hühner und die Gänse auf jeden Fall hier zusammenpacken in ein Gehege. So, das werde ich auf jeden Fall heute tun. Ich habe mich natürlich schon mal ein kleines bisschen entleert hier mit den ganzen Materialien, einfach, dass ich ein bisschen den Überblick habe. So, aber muss natürlich jetzt halt auch schauen, was brauche ich genau. Und zwar brauchen wir ganz viel Bretter und ganz viel Nägel. Das heißt also auch, wir müssen einiges heute herstellen. Und ich glaube, da dürfte noch nicht allzu viel passiert sein. Nee, nicht wirklich. So, deswegen schicke ich ihn jetzt halt mal hierher, dass er weiterschneidet. Während wir nach hinten gehen und mal gucken, was wir an Nägeln eventuell noch machen können. Wenn hier nicht schon... Ja, 20 Nägel sind gerade mal gemacht, ne? Das ist nicht viel. Da haben wir dann auch nochmal 28. Ist auch nicht viel, weil ich brauche für einen Bretterzaun 8 Nägel. Also wenn ich jetzt 10 Stück mal machen würde, bräuchte ich auf jeden Fall schon mal 80. Das heißt, definitiv zu wenig. So, von daher nehme ich mir jetzt mal hier 5 Stück raus. Das wird die nämlich zu Nägeln machen. Zack. 100 Stück. Dann gehe ich aber auch nach hinten wieder, dass ich auf jeden Fall am Amboss loslege. Jawohl, gut. Das müssen wir heute auf jeden Fall machen. Ich möchte nämlich auf jeden Fall den Zaun fertig bauen. Dann vorne bei den Tieren. Also im Grunde hier die 2 Gänse und die 4 Hühner, 5 Hühner. Dass wir die zusammenlegen. Ist auf jeden Fall wichtig und notwendig, dass ich da mal vorankomme, weil ich möchte ja auch hier in dem Bereich dann die Felder hinbauen. Und es soll ja jede Saat im Grunde sein eigenes Feld bekommen. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hinbekomme. Okay, die Nägel sind fertig, das ist schon mal gut. Haben auf jeden Fall schon mal fast an die 150 Nägel. Kann man natürlich einiges machen. Jetzt warte mal, habe ich Wasser einstecken? Nein. Schnappen uns einfach mal, weil ich muss hier auf jeden Fall gleich neu ansehen, wie viel... Ja, habe ich auch noch gut. Gut, gut. Ich habe nämlich die Baumwolle vorhin mal abgefarmt und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss unbedingt nochmal Weizen anbauen, weil die Tiere halt einfach was brauchen. Eine Kuh brauchte, glaube ich, 4 Weizen. Das ist natürlich schon einiges. So. Rest gleich wieder hier rein. Von dem Wasser. Zack. Dann nehme ich mir das da mal raus. Passt. Können wir das gleich rausnehmen? Jo, passt. Nehmen wir das da auch gleich raus. Können wir vielleicht ein Düngerlager gleich wieder nachfüllen. Zack. Weil das ist, da braucht man wirklich viel, vor allem halt sehr viel Heu für den Dünger. Und von daher muss man natürlich schauen, dass man das immer wieder macht. Da kommt man einfach nicht drum rum. Und was mir eben auch noch aufgefallen ist, meine, die Kiste ist jetzt schon voll. Die wird jetzt halt auch langsam voll, weil wir brauchen wirklich extrem viel Weizen. Na, jetzt habe ich so ein einzelnes Weizending hier. Brauchen wir einfach genau recht viel. Und hier bin ich halt schon leer und bei den Tieren ist, glaube ich, auch schon nichts mehr drin. Also von daher ist etwas suboptimal. Gut, holen wir uns mal Bretter, wenn wir da welche drin haben. Ja, 20, super. Ganz toll. Ah, da ist er fertig. Okay. Warte mal, dann könnten wir doch gleich wieder Baumstämme reinschmeißen. So. Zack. Ja gut, damit können wir gerade mal 8 Stück herstellen von den von der Umzäunung, aber das ist mir jetzt erst einmal egal. So, Bretterzaun, da bleibe ich bei 1x4. So, und ich würde auch sagen, dass ich einen 4er Weg mache. Ich denke, das ist gut. Ähm,
Ja doch, passt schon. Vierer Weg. Nochmal. So, dann soll hier ja ein Tor her. Und da soll ein Tor her. Und das Tor ist ja immer 5 breit, ne? Genau. Also müssen wir einmal dahin. Und dann gehen wir halt da eins weiter raus. Das ist ja eigentlich egal, ne? Oder zwei weiter raus. So, dahin. Dorthin. Dann hier kommt wieder ein großes hin. So, dann würde ich allerdings hier dann auch ein Tor hinmachen. Boah. Also kommst du dahin? Achso, es geht nicht. Ah. Okay. Wir sehen schon, wir brauchen viel Bretter. Einiges an Brettern. Da muss ich jetzt einfach mal mich da herstellen. Da werde ich wahrscheinlich nicht so viel rausgenommen haben, ne? Ja, 7 Stück. Das ist nix. Komm du mal mit her, bitte. Das muss jetzt ein bisschen flotter gehen hier. Und es regnet. Naja, das ist auch okay. Zack. Na okay. Es läuft auf jeden Fall. Ja, das ist, es ist sehr zeitaufwendig, ganz klar. Aber ich tue mich eben schwer mit dem Vorproduzieren. Also heute ist, also jetzt für mich gerade im Moment ist Montag, der Feiertag, der 1. November. Und ich habe bereits heute die 5 Parts für Medieval Dynasty aufgenommen und die 5 Parts für Dragon Quest Builders aufgenommen. Gestern habe ich die kompletten 5 Parts aufgenommen für Night of the Dead. So, und jetzt ist es gerade bei mir hier 20 Uhr und ich möchte eigentlich noch die 5 Parts hier Force of Nature aufnehmen, weil ich ansonsten hier in der Woche massive Probleme habe. Es wird auf jeden Fall Raft Solo Adventure wird jetzt ein kleines bisschen in den Hintergrund drücken. Es ist eh so, dass ja im Grunde fast keine Aufrufe drauf sind. Von 50 Aufrufen dann vielleicht mal 2, 3, vielleicht auch mal 5 Likes oder sowas drauf. Und da bin ich mir dann nicht sicher, ob das dann überhaupt Sinn macht, so viele Parts aufzunehmen, vor allem mit einer Stunde Länge, wenn die Durchschnittszeit ungefähr 20 Minuten ist, was die Leute anschauen. Weiß ich nicht. Also von daher werde ich jetzt Raft the Solo Adventure ein bisschen in den Hintergrund drücken. Werde dementsprechend vielleicht noch einen Part die Woche machen. Also vielleicht am Sonntag. Oder vielleicht zweimal. Dass ich dann, sag keine Ahnung, Mittwoch und Sonntag zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. So, hier gleich die nächsten reinschmeißen. Nur, dass ihr da auch schon mal Bescheid wisst. So, du kannst eigentlich hier weiter basteln, würde ich sagen. Nehmen wir mal die nächsten Bretter noch mit. Zack. Ich habe noch 84 Nägel. Damit sollte doch noch... Achso, jetzt hörst du auf das Schneiden, oder was? Naja, gut. Ist egal. So, ich bräuchte von den Zäunen noch ein paar Ecken. Und zwar hier eine, da eine. Natürlich auch dort eine. Dann kommt hier das 5er Tor. Dann würde ich sagen, ein 2er Teil. Komme ich da nicht durch, ne? Okay, dann machen wir nach dem Tor direkt die Säule. Hier ein 3er Zaun. Ein 2er Zaun. Ein 2er Zaun. Jetzt ist da eine Tür, ne? Eigentlich wollte ich da oben das Tor hin machen. Zweier Teil. Dann 5 für das große Tor.
Ja, muss mal schauen. Bist wieder rausgegangen, ne? So, das kommt auf jeden Fall dahin. Das kommt dahin. Dann könnte ich eigentlich das große Tor dahin machen. Und das andere große Tor dann dahin. So. Dann Bretterzaun. Einmal zwei. Dann würde ich dabei eigentlich einen Dreier hinmachen. Das ist, glaube ich, vernünftiger. Tor habe ich jetzt da vorne. Na, schauen wir mal. Den muss ich auf jeden Fall gleich wieder versetzen. So blöd wie es ist, ne? Ja, aber ich brauche schon wieder Bretter. Der ist da am Bauen. Dann muss ich wieder zur Säge. Und ich muss dann auf jeden Fall noch einiges in Auftrag geben, was Bretter angeht. Weil das Haus ist ja auch noch nicht fertig. Und für die Hausteile brauchen wir genauso Bretter. Sehr viele. Egal ob für Boden, Holzwand oder Dach. Und es regnet mal wieder, aber gut. Gehört auch dazu. So, jetzt komm du mal her, bitte. Wo stellst denn du jetzt schon wieder? Der ist jetzt schon wieder an der Mühle hier. Schau mal, also ich sollte mindestens 50 Bretter, würde ich schon sagen, was ich haben muss. So, jetzt noch zweimal. Dann hätten wir 52. Warte mal, ein Holzstamm habe ich hier noch, ne? Gut. So. Bretterzaun bauen. Bitte den 1x3. Hier wäre natürlich auch ein Durchgang nicht schlecht. Aber das wird dann, glaube ich, ein wenig zu viel, ne? Nee, komm, das braucht's nicht. Da oben habe ich auch ein Tor. Oh Gott. Jetzt habe ich hier 5 Teile, ne? Hier habe ich 4, also 9 Teile. Dann könnte ich höchstens... Aber jetzt habe ich keine Nägel mehr. Ja, es ist wirklich etwas viel, was man natürlich braucht. Das ist ganz klar, aber ist halt so. Ich würde sagen, ich verbatsche noch die letzten Barren zu Nägeln. Nein, bitte den Amboss. Weil das geht nämlich auch recht schnell. Das dauert halt ein bisschen.
bin halt eher wirklich so der gemütliche Typ. Ist vielleicht auch das, was manchen nicht unbedingt so gefällt, dass ich nicht 100.000 Schnitte drin habe in einem Video, sondern dass halt wirklich auch spiele das Game und nicht zerhackstücke. Mag doch was sein. Könnt's mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke, die meisten, die hier das Game anschauen, Force of Nature, die mögen das eben hauptsächlich deswegen, weil es nicht so zerhackstückt ist. Und vor allem, ich müsste ja, glaube ich, 2 Stunden aufnehmen, dass ich einen 20-Minuten-Part hier zerhackstücken kann. Und nee, das ist nicht das, was ich möchte. So, machen wir einmal 3. So, und dann passt es nämlich auch. Dann haben wir hier vorne ein Predator, da ein Predator. Wir haben hier unten eins und wir haben hier seitlich eins. Also wir haben auf jeden Fall immer noch 4 Seiten, durch die wir rein können. Ob ich hier durchgehe, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es dann mal ganz interessant, wenn wir die Tiere rüberholen. Es ist halt das hat jetzt schon mittlerweile 16 Minuten fast gedauert, ne? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Tor. Ich baue vielleicht auch noch die Ecke und dann holen wir mal die Tiere zumindest rüber. Genau, die Ecke machen wir noch. Dann holen wir erst einmal die Tröge, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, die kann ich, glaube ich, voll lassen, ne? Ich glaube, die kann ich voll lassen. Warte mal, das probieren wir einfach mal. So, wir werden die, keine Ahnung, vielleicht hier so in die Ecken stellen. Da einmal. So, und den anderen dann da in die Ecke vielleicht. Also 2 im Abstand ist, glaube ich, nicht schlecht. Jawohl, 140. Gut, passt schon. So, schauen wir mal, die 2 Gänse. Oh, gut. Du ganz. Und du ganz. Genau, kommt ihr mal schön hier mit bis in die Ecke. So. Seid ihr auf jeden Fall schon mal hier. Und die Hühner sollten jetzt genauso ein Klack sein. Schauen wir mal, ob ich alle 5 mitnehmen kann. Nice, das geht. So. Warten. 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 Und du auch noch. So. Dann kann ich euch erst einmal rupfen. Zack. Und dann ist alles gut. Dann können sie sich von da und von da bedienen, so wie es eben bei den anderen auch ist. So. Perfekto. So, dann holen wir uns einmal den Gänsestall. Oh,
weiß ich gar nicht wohin. Eigentlich kann ich den doch, wenn das Huhn da weggeht, könnte ich den doch da herstellen, direkt beim Trog. Mal, stell das mal dahin. Stelle ich dann einfach nochmal um. Gut. Den Hühnerstall können wir eigentlich... Können wir den direkt in die Ecke stellen einfach? Ich denke schon. Ja, doch. Der schaut eigentlich vorne wie hinten gleich aus, also von daher ist es egal. Ich würde wenn dann nur jetzt nochmal den Trog ganz kurz wegtun. Und dann stellen wir den Stall nämlich auch noch da hinten in die Ecke und setzen dann den Trog davor. So, weil das Tor ist ja hier. Also könnte ich zum Beispiel das da hinsetzen. Ich denke, das ist gut. So, vor allem, ihr braucht alle das gleiche Futter, was ja auch schon mal gut ist. Zack. Und dann kann ich nämlich hier auch schön einsammeln. So. Das Zeug ist halt jetzt halt nur, das muss ich wegbauen. Ne? Das ist klar. Ich habe so viel Stecken allerdings. Oh genau, warte mal, die Truhe. Da habe ich die ganzen Körner drin. Ich brauche halt auch nicht einmal so viele Körner, ne? Das ist halt noch das Nächste. Warte mal, ich stelle das jetzt mal... Warte mal, stelle ich das da im Außenbereich hin? Oder nach innen? Keine Ahnung. Jetzt stelle ich es mal da hin. Weil ich wollte ja eigentlich dann im Inneren... Jawohl, so gefällt mir das. Gibt mir euren Scheiß. Ich wollte eigentlich das ganze Zeug dann im Inneren haben, ne? Genau hier in diesen Bambuskörben, dass ich dann sage, okay, dann kommen hier die Weizensamen und sowas rein und dann eben eine... Ein Dingensen hier gemischt oder was weiß ich. So, probieren wir jetzt einfach mal. Eigentlich kann ich es ja auch jedes in eins machen. Das wäre auch total egal. So, dass wir jetzt hier zum Beispiel nur Weizen machen. Dann, genau, hier machen wir dann eben nur Baumwollsamen. Ich meine, da ist, das sind ja auch die Felder, also ist das eigentlich nicht einmal so verkehrt, wenn das da auch noch mit drin ist. Und vor allem, das wäre alles zusammen. So, Baumwollsamen. Hier machen wir dann eben den Leinensamen. Zack. Wunderbar. Und keine Ahnung, was wir dann da rein machen. Von mir aus Kartoffeln. Aber dann wird das jetzt jedenfalls alles zusammen. So, die Kiste, die kann man natürlich auch aufwerten. Ich würde die jetzt allerdings vielleicht erstmal mit hinten hin tun zum
zum Schmelzofen, weil da habe ich die ganze Zeit das Problem, dass ich nirgends Platz drin habe. So, mal jetzt einfach mal dahin. So, das war Nummer 1. Dann haben wir hier nochmal eine Truhe, wo nur Wasser drin ist. Würde ich tatsächlich auch mitnehmen. Dass ich jetzt dann quasi hier das mit den Wasserfiltern auch mache. So langsam mal. Du bist jetzt nicht hier im Kochen, du sollst jetzt nicht kochen. Warte mal, vielleicht kann ich dem noch mal Baumstämme reinschmeißen. Da, das da, hier. So. Gut. Da habe ich Bambus-Palmblätter drin. Kupfereisen, Barren und Co. Da habe ich ja absichtlich die Kohle und die Glut und sowas rein. So, das kann ich da noch mit rein tun. Ja, dann geht so langsam jetzt an. Und das Zeug hier, ne, würde ich mal sagen, dass wir die Beete umsetzen. Zack. So, ich würde aber auch gleich hier nochmal herstellen wollen. Ja, und schon ist das wieder, ist der Weizen schon wieder weg, ne? Den brauche ich halt einfach zum Dünger herstellen. Natürlich kann ich auch mit Kohle und Kot und was war's? Und Wasser, genau. Kohle, Kot und Wasser. Kann ich natürlich auch Salpeter herstellen, was natürlich für das Wachstum und vor allem für die Erntemenge gut ist, aber das dauert Ewigkeiten, das Zeug. Das ist echt der Hammer. So, das Wasser rein hier. Ja, Samen. Also die würde ich tatsächlich dann drin lassen, weil die brauche ich immer wieder. Aber halt nicht alles, sondern ich würde da 100 lassen. 100 Leinsamen. 100 Baumwolle. Ja, und eigentlich 50 Kartoffeln, ne? Davon habe ich nur 5. Ich weiß gar nicht, wo ich da nochmal welche herbekomme. Weil bekommen habe ich die, glaube ich, von diesem Geist. Und das war's dann. Na gut. Also nehmen wir mal das Wasser raus. Dann würde ich sagen, baue ich das Ding mal weg. Muss dann auch noch den ganzen Zaun zerstören, ne? Kommt da auch noch mit dazu. Da kann ich, glaube ich, nicht durch, ne? Nee. Genau, also hier soll im Grunde eine Wasserreinigungsstation hinkommen. Direkt halt am Wasser, ist klar, ne? Und dann die 4 Dinger nebeneinander. So, perfekt. Dann hatte ich ja jetzt da die eine Truhe. Da, die hier. Genau. So. Was kostet das nochmal? 7 Bretter, 7 Nägel und ein Blech, ne?
So. Ein Blech. 7 Nägel. Und dann noch 7 Bretter. Ah, wäre sogar gegangen. Ich hoffe, da habe ich mich jetzt nicht vertan. So. Dann hätten wir nämlich das. Natürlich fehlt der vierte jetzt halt noch, der von vorne. Den stelle ich halt dann einfach jetzt erstmal dahin. Aber auf jeden Fall ist mir wichtig, dass ich hier eine Kiste habe, dass ich dann eben bei Gelegenheit Wasser schöpfen, hier alles füllen, das gereinigte Wasser dann gleich hier rein, dass es alles schön, ja, geordnet ist, so wie es sein soll. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Geflügelstall oder das Geflügelgehege, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und das war mir heute auf jeden Fall wichtig, dass wir das schaffen. Und ich würde gerne dann haustechnisch vielleicht so ein kleines bisschen weitermachen. Genau. Die stelle ich jetzt einfach nur mal dahin. Hier im Anschluss. Dass wir zum Beispiel den Kochtisch nach innen bringen. Das wäre natürlich nice. Kochtisch, die Fässer, in den Safter. Das wäre ganz gut, denke ich. Aber da brauche ich natürlich dementsprechend auch wieder Material, ne? So, also was ich auf jeden Fall machen werde, jetzt ohne Kamera, das wird hier das Gehege hier abreißen, dass es weg ist. Und ja, ist auf jeden Fall schon mal der Anfang. Habe ich das jetzt im Grunde falsch umgebaut, ne? Eigentlich hätte das... Naja, gut, da oben brauche ich es eher, weil da vorne nämlich die Felder dann auch hinkommen. Das passt schon. Dann kann man in die Kisten wieder andere Sachen reintun. Keine Ahnung, dann könnte ich hier in dem Bereich vielleicht Holzverarbeitung machen, Metallverarbeitung. Ja, wir können uns das so richtig schön ausbreiten. Oder ich mache es hier innen mit rein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Wobei, also reizen täte es mich schon, ne? Das wirklich komplett nur als Lager zu nutzen. Aber ich kann halt auch kein Stockwerk oben drauf bauen. Na gut, jedenfalls für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Das hilft mir nämlich wirklich sehr arg. Das unterschätzen manche vielleicht. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.